Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Heute richten wir unser Bad ein. Als erstes standardgemäß die Waschmaschine. Die muss einfach sein. Denn ich habe keine Lust, in dreckigen Klamotten rumzurennen. So, Abdeckung raus, Feststellschrauben raus. Wir müssen natürlich auch aufs Geld achten. Wenn ich zu wenig habe, muss ich wieder Aufträge annehmen. So, Schrauben wieder rein. Anschluss ran zum Wasser ansaugen. Und der Abpumpschlauch. So, Waschmaschine steht. Jetzt das Klo. Das Scheißhaus oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Kompaktes WC Flatty. Das ist bestimmt für den Flatter. Egal. Kompaktes WC Fariel. Standard WC. Kompaktes WC Enu. Kamu. Kompaktes WC Emu. Wir nehmen das hier. Und natürlich schön Marmorsitz. So. Ist wieder nur eins, was drauf gesteckt wird. Fertig. Und was darf natürlich nicht fehlen? Die Klopapierrolle. So. Dusche. Genau. Hier haben wir eine stinknormale Einbaudusche. Hier kommen die etwas hochwertigeren, oder? Dusche Omni für 100. 105. Bei der weiß ich, die hat keine Rückwand. Und ich glaube, bei der ist das genauso. Bei der bin ich mir nicht ganz sicher. Wir nehmen aber diese hier. Denn die passt standardgemäß überall rein. Und wir arbeiten gerade ernsthaft im Dunkeln. Ja, schade, den kann ich nicht betätigen. So. Das ist für die Türen, das sind diese Schwenkknaufe oder wie man das auch immer nennt. Und unser Griff. So. Und die Dusche ist auch gleich fertig. Und hier drüben noch. So. Ah ne, hier unten. Genau, so. Dusche ist fertig und Lichtschalter ist... genau da, wo er nicht sein soll. Oh, das hier. Wir brauchen ganz schnell einen Lichtschalter hier drinnen. Dann machen wir den halt dorthin. So, Licht an. Ey, lass mich rein. Ja. Reicht aus, so hell wie es ist. Und jetzt kommt das Waschbecken. Wie und was für eins nehmen wir? Wir haben ein Standard-Waschbecken.
Waschbecken mit Schrank, Waschbecken mit Schrank. Das gefällt mir nicht so. Obwohl. Nee, das muss nicht sein. Der hier. Arbeitsplatte, Granit, Schwarz, Orange. Nee, ich hätte gern wie beim Sitz auf dem Klo. Altmodisches Waschbecken. Aber das gef oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Wir kaufen uns das. So, wir fangen da hinten an, damit es nicht extra nochmal rüberschwenken tut. Ach so. Hier einmal aufdrehen. Rein damit, Schrank ran, fertig. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Handtuchhalter. Wo finden wir das Handtuch? Da. Das können wir dahin machen. Falls wir mal Frauenbesuch haben, natürlich. Passt der dahin? Nee. Machen wir den dahin. Damit sie da ihre Frauenutensilien reinschmeißen können. Heizung. Genau. Das war nämlich jetzt das Ding. Wir hatten ja so eine Heizung im Bad. Wir bauen uns aber so eine ein. Und zwar hier hinten. So, dann brauchen wir noch die Heizung. Und die montieren wir auch gleich. Ja, so muss es sein. Ja. Ein Spiegel kommt noch dazu. Zubehör, das müsste hier sein. Wenn nicht, dann ist es bei Sonstiges. Da ist er. Machen wir denn so? Ja. Was brauchen wir denn noch? Jetzt ist die Frage, kann ich das aufs Waschbecken stellen? Nee. Warum auch immer man keine Zahnbürste aufs Waschbecken stellen kann. Ich weiß es nicht. Handtücher. Ernsthaft. Ernsthaft, ich habe einen Schrank, wo keine Handtücher reinpassen. Das ist mies. Dann lassen wir das Bad so. Licht an. Tür zu. So, wir richten uns jetzt. Was richten wir uns jetzt ein? Guck mal, Garten. Ja, gut. Standardterrasse. Wir streichen jetzt erst einmal eine Runde. Dass die Farbe so schnell alle wird. Das ist. Oh, schon wieder. Ich könnte ja dreimal am Rad drehen. Haben wir hier eigentlich. Nee, haben wir kein Licht drin.
Meine Güte, was soll denn das? Das ist ja ein Farbverbrauch hier. Ist ja mal... Hey, jetzt reicht's aber langsam. Das ist ja mal richtig krass. Mann, 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 zum Glück habe ich zwei Eimer gekauft. Ist schon wieder alle die Rolle. Nee, die reicht nicht fürs so viele Bahnen. Ey. Oh, jetzt ist der Eimer leer. Komm schon, ey, die Farbe ist hier auch nicht gerade günstig. Und ich habe nur noch 5000. Aus. Ja, doch, ist ein Unterschied. Zwar nur ein ganz geringer, aber es existiert da ein Unterschied und das ist schön. Oh, jetzt sind wir gleich fertig. Yippie! Der da war's. So. Wohnzimmer ist fertig gestrichen. Dann begeben wir uns noch schnell hier ins Schlafzimmer. Oh, das ist ganz schön kräftig, das Blau. Das hätte ich nicht gedacht. Aber gut, hier drinnen muss ich ja schlafen, niemand sonst. Das da. Aber hier gibt es auch wieder so einen großen Farbverbrauch. Yippie. Gottes Willen, das ist echt ein Farbverbrauch ohne Ende. Ja, und für das eine Ding da hinten hat es aber nicht ganz gereicht. Toll. Ha! Könnte kotzen. Das ist gerade wirklich nervig, wenn das nicht so reicht. Ich habe zum Glück noch einen zweiten Farbeimer da. So, da sind wir im Schlafzimmer auch gleich fertig. Und da hat das Schlafzimmer auch Farbe. Rauchmelder kann weg. Wir bauen uns jetzt noch schnell ein paar schöne Lampen ein. Und zwar möchte ich im Schlafzimmer gern diese haben. So. Ja. Und im Wohnzimmer hätte ich gerne diese hier. Einmal
da. Und einmal da. Passt. So, dann bauen wir noch ganz schnell die Türen ein. Die Zeit nehmen wir uns noch. Habe ich die jetzt richtig gesetzt? Sehe ich jetzt nicht. Doch. Ja, die sitzt richtig drin. Gut. Die sitzt auch richtig drin. Das gefällt mir. Nee, die sitzt nicht richtig drin. Toll! Ach, wenn man kein Licht anhat beim Bauen. Jetzt. Jetzt sitzt sie richtig. Sehr schön. So. Dann war es das aber auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.